So, jetzt machen wir hier die Lösung für diese Aufgabe. Und zwar, ich habe 5 Projekte, die heißen A, B, C, D, E. Also, dann mache ich die erste Spalte, sind die Namen. A, B, C, D, D. Okay, so. Dann habe ich die zweite Spalte, mache ich dann die Stunden. Und da habe ich für A 70, für B 12, 120, 19 und 36. Und dann habe ich die Stundensätze für jedes Projekt 30, 35, 28, 46 und 39. So, und jetzt wollen wir hier den Verdienst rechnen. Verdient oder Verdienst? Ja, machen wir Umsatz. Umsatz kann sich besser an. Umsatz. So, und der Umsatz ist was? Ist eigentlich die Stunden mal Stundensatz, also ist gleich Zeltbezug von 70, B2, mal Zeltbezug von dem Stundensatz. Okay, da habe ich 2100 beim ersten und dann runterziehen und so habe ich dann die ganzen, da sehe ich, was ich bei jedem Projekt verdient habe. Dann, ich will auch wissen, was ich insgesamt verdient habe, also gut, dann markiere ich hier und mache nochmal 2 Zellen dazu und muss dann bei Start gehen und auf das Summieren. So, also insgesamt habe ich 8.158 Euro gemacht und dann bitte Projekte nach Verdienst sortieren, also quasi nach Umsatz sortieren, größte oben, also reinklicken und wir wollen absteigend sortieren und so habe ich also Projekt C, war das umsatzreichste Projekt und demnach wird es auch dann sortiert.